Dick, du bist gerade aus der Antarktis zurückgekommen. Was hast du da gemacht? Wir haben ja eine wunderbare deutsche Forschungsstation dort, Neumayer 3. Ich sag mal so, das ist die schönste Forschungsstation in der gesamten Antarktis. Da können wir wirklich stolz drauf sein. Weil es die einzige ist? Nein, das ist nicht die einzige. Es ist tatsächlich die coolste. Die sieht aus wie so ein UFO, die steht auf Stelzen. Die kann man jedes Jahr hochfahren, weil der Schnee die sonst ja begraben würde. Forschungsstationen tendieren dazu zu sinken in dem Eis. Und da wird wirklich fantastische Wissenschaft gemacht. Und das ist für mich als Wissenschaftsjournalist natürlich so wie ein Schlaraffenland. Also man schläft in Vierbettzimmern. Die Forscher und Forscherinnen sind den ganzen Tag um einen rum. Die können mir nicht entkommen. Ich kann die von morgens bis abends fragen. Und die verfolgen den ganzen Tag und aus denen alles rauskitzeln, was ich wissen will. Und das ist für mich natürlich toll. Wahrscheinlich freuen die sich auch, wenn du sie so viel fragst, oder? Weil das ist ja relativ einsam dort. Also ne? Die einen so, die einen Na, das ist natürlich auf der einen Seite wahr. Die freuen sich natürlich, einige freuen sich, wenn sie das, was sie da tun, mal in eine breitere Öffentlichkeit bringen können. Es gibt überhaupt, aber auch, dass mal jemand kommt und mit ihnen spricht. Ja, das ist doch irgendwie, auch, oder? Man muss mal, wir waren jetzt im Sommer da, da waren 50 Leute da. Also das war ja schon, das war, hat viele schon sozial überfordert. Im Winter leben dort 9 Menschen, 7 bis 8 Monate in totaler Dunkelheit, komplett abgeschottet von der Umwelt. Da kann man auch mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff da nicht hin. Also wir reden über abgeschottet. Das ist wie eine Marsstation. Und genau solche Forschung wird da auch gemacht. Also das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, das macht da viel Weltraumforschung. Was passiert mit Menschen in so einer Isolation? Letztes Jahr rausgekommen, sehr lustig, das hörten die Forscherinnen und Forscher nicht so gern. Das Hirn schrumpft. Also im Sommer, wenn die Forscher und Forscherinnen da ankommen, hat man das Gehirn gemessen und nach dem Winter, und das war dann kleiner. Das geht so schnell. Das geht so schnell. Das ist jetzt erstmal nur, wenn man es wiegt, ein bisschen weniger Masse. Also die waren jetzt nicht alle verblödet. Ich habe ja mit allen geredet. Die waren schon immer noch kluge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Na, und, sagen, es aber gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Schimpfen und Dummheit? Nein, gibt es nicht, weil Hirngröße spielt bei der Intelligenz keine direkte Rolle. Was man ja auch Frauen schon haben ja auch ein kleineres Gehirn. Genau, und sind natürlich viel intelligenter. Viel intelligenter. Ja, stimmt. Blauwale wären ja dann die klügsten Tiere der Welt, und das sind sie nicht. Also beim Hirn hängt das von vielen Sachen ab. Aber das ist halt interessant, wenn man mal zum Mars will, wo ja die Astronauten dann 5, 6 Jahre unterwegs wären, da würde diese Schrumpfung natürlich viel stärker sich auswirken. Das wird dann tatsächlich ein Problem. Und dann würde man es merken an der Intelligenz. Dann würde man, man weiß aber noch nicht, was man dann merkt. Und genau das ist die Forschung, die zum Beispiel auf dieser Station gemacht wird. Oder da gibt es den Garten Eden, das ist im Grunde wie so ein Schiffscontainer. Und da ziehen die Obst und Gemüse drin, ohne Sonne, ohne Erde, um die Mannschaft zu ernähren. Also da gibt es sogar im Winter in unserer Antarktisstation jeden Tag frischen Salat für jeden. Die können auf 12 Quadratmetern genug Salat für 10 Leute jeden Tag machen. Also das sind ganz tolle neue Techniken, also wo man Pflanzen verändert, wie düngt man die, wie macht man das. Also so, das ist einige Forschungs. Aber warum muss man da in die Antarktis, um das rauszufinden, um diese Art der Weltraumforschung zu betreiben? Kann man das nicht auch unter Laborbedingungen, weiß ich nicht, in Wanne-Eickel machen? Ja, aber das ist dann am Ende nie genau das Gleiche, weil die perfekte Laborsituation ist eben da. Es gibt dort kaum Keime in der Antarktis, weil es ja kein Leben auf dem Land gibt. Es ist immer dunkel draußen im Winter. Es gibt keine Erde, es gibt kein Sonnenlicht. Und wenn man die Tür auflässt, ist alles tot. Also das ist genau im Prinzip das, was im Weltraum auch passiert. Und man muss sowas ja mal ernsthaft proben, bevor man Menschen dann rausschießt ins All. Ja, das stimmt. Das ist besser auf jeden Fall, wenn man das vorher mal ausprobieren, bevor man losfährt. Die betreiben dort auch Temperaturforschung, habe ich gelernt. Ja. Und du sagst, es stimmt gar nicht, dass das Eis dort schmilzt. Das hat mich irritiert, weil man ja überall liest, das Eis geht zurück, das Eis schmilzt. Man sieht die Eisbären, die irgendwie keine Scholle mehr finden, wo sie zu anderen Scholle kommen. Und was ist da der neueste Stand? Ja, du hast völlig recht. Und das ist sogar, wenn man heute die Zeitung aufschlägt, liest man Temperaturrekorde in der Antarktis. Jetzt muss man, es ist ein klein bisschen kompliziert, man muss das unterscheiden. Wenn man auf den Globus guckt, dann ist die Antarktis ja so ein dicker weißer Flatschen. Mhm. Aber da oben guckt so ein Nippel raus. Das ist die antarktische Halbinsel. Und man kann sagen, dass der Klimawandel bei der antarktischen Halbinsel schon angekommen ist. Da schmilzt das Eis, da ist es ganz warm geworden. Aber der Kontinent selbst ist überhaupt nicht wärmer geworden. Das liegt daran, dass es eine Meeresströmung gibt, die um den Südpol herum, die Zirkumpolarströmung, herumfließt und den sozusagen isoliert. Solange das funktioniert, ist es für uns eine gute Nachricht, wenn das mal kaputt geht. Und das wird in den nächsten Jahren passieren, wenn wir das Ruder nicht herumreißen. Also wenn das Eis in der Antarktis ernsthaft schmilzt, dann ist hier in Bremen oder bei mir zu Hause in Hamburg dann Land unter. Also das möchten wir nicht.
Das heißt, der Zustand ist jetzt schon besorgniserregend. Aber es ist ja erstmal verwirrend. Man fragt die Forscherin da, ich habe mit der Meteorologin gesprochen, die messen seit 40 Jahren jeden Tag die Temperatur in der Antarktis auf der deutschen Station. Und die Temperatur ist sogar leicht gesunken. Das verwirrt einen ja erstmal. Also es ist kälter geworden? Ganz bisschen, minimal. Mhm. Und dann redet man mit der Eisforscherin und die sagt, nee, also das Schelfeis und das Festland, das schmilzt kein bisschen. Und das widerspricht ja erstmal dem, was man immer so liest. Aber es gibt dafür eben eine wissenschaftliche Erklärung. Donald Trump freut sich, wenn er das hört. Genau. Und so funktionieren übrigens ja Fake News. Fake News funktionieren oft so, dass man sich aus einer großen Geschichte einen ganz kleinen Teil rausnimmt. Der beruft sich genau darauf? Nicht darauf, aber das würde gut passen. Also die AfD macht das zum Beispiel bei CO2-Emissionen. Die sagen in dem Grundsatzprogramm, CO2 ist gut fürs Pflanzenwachstum, die Erde ist grüner geworden. Gut für die Welternährung. Das stimmt, das ist alles richtig. Aber was sie nicht sagen, es ist ein Korridor. Darunter CO2 oder darüber ist dann gar nicht mehr gesund. Also nach grün kommt braun, auch beim Klimawandel. Ja. Mhm. Hm. Ja. Schön ausgedrückt irgendwie. Man hat auch sofort Bilder im Kopf. Ja, gemacht. Deshalb ist Wissenschaftsjournalismus oft kompliziert. Wenn man nicht den ganzen Zusammenhang sieht, dann kann man mit richtigen Zahlen verdammt gut lügen. Du warst jetzt nicht nur in dieser Station, du bist ja auch mal rausgegangen. Du hast uns davon Bilder mitgebracht. Ich glaube, es handelt sich um einen Eissturm. Vielleicht können wir da mal reingucken. Du versuchst uns was zu sagen, ich habe es nicht verstanden. Vielleicht verstehen es unsere Zuschauer. Geht gleich los. Das ist der antarktische Sommer. Mein Schneesturm ist jederzeit möglich. Und was dann droht, ist das sogenannte White Out. Wahnsinn. Es wird so viel Schnee aufgewirbelt, dass man die Hand vor Ort nicht mehr sieht und sich sofort verirrt. Ich glaube, ich habe versucht zu erklären, was ein Whiteout ist. Also wenn so ein Sturm, also wir reden über Hochsommer in der Antarktis. Ja, hat man gesehen. Das war Hochsommer. Das war eindeutig. Und da kam so ein Sturm und ich wollte mir noch mal kurz die Beine vertreten. Und es ist tatsächlich so, wenn man von dieser Riesenstation 3 Meter weggeht, sieht man die nicht mehr. Weil so viel Eiskristalle und Schnee in der Luft sind, das sogenannte Whiteout. Also man kann oben von unten nicht mehr unterscheiden, links von rechts. Man sieht nichts mehr und ist absolut hilflos sofort. Wie kalt war das jetzt im Hochsommer? Gar nicht so kalt. Also im Hochsommer liegen die Temperaturen nachts vielleicht minus 10, tagsüber gerne mal so um den Gefrierpunkt rum. Also von unten kommt Richtung Gefrierpunkt. Wie bei uns Winter. Wie bei uns Winter, so genau. Ja. Und wenn da Winter ist? Wenn da Winter ist, dann kann es auch mal minus 40, minus 50 Grad kalt werden. Das ist dann unangenehm, Das ist dann unangenehm, ja. Hast du dir schon irgendwas abgefroren? Also Reinhold Messner hat ja einige Gliedmaßen schon gar nicht mehr. Ist das bei dir bei mir ist noch weitgehend alles dran. Ein paar Sachen funktionieren nicht mehr so wie mit 20, aber es ist noch alles dran. Wäre spannend zu wissen, ob so ein starker Mensch wie Wladimir Klitschko, ob ihn das reizen würde, so eine Expedition. Es ist schon eine Challenge, sag ich mal so, dahin zu fahren und das alles zu erleben. Ich bin gerade auf einer Reise gewesen, ich glaube, wir alle auch, weil man erzählt es so intensiv und interessant, vor allem auch mit ein paar Bildern. Es ist unglaublich. Also ich... Bock habe ich schon, muss ich sagen. Ja, dann machen wir das kurz zusammen. Guck mal, ihr beide, ich finde das auch gut getrennt, ihr beide in die Antarktis, wir beide in den Libanon. Ja. Nee, wir beide in den Libanon, wir sprechen da noch. Und wir beide finden noch was. Ach so, okay. Bis zum Ende der Sendung fällt mir noch was ein. Es ist Valentinstag heute. Ich habe auch Gefühl. Also, reden wir wieder über Eis und Kälte. Das passt jetzt gerade ganz gut. Wir haben es gerade gesehen, du gehst also wirklich auch selber raus. Du erlebst die Abenteuer. Du bist dann da vor Ort und zwar auch wochenlang. Du hast mehr als 120 Länder bereist. Das hat mich beeindruckt. Und alle 7 Kontinente gesehen. Um welchen Kontinent oder um welches Land machst du dir am meisten Sorgen? Inzwischen um die ganze Erde. Das Problem ist, egal wo wir hinfahren, also vielleicht fängt man das so an zu erzählen, als ich Anfang 20 war und mit diesem Job angefangen habe, da war das eine reine Spaßentscheidung. Also ich wollte Tiere filmen und Abenteuer erleben und da draußen im Dschungel sitzen. Du bist ja auch sehr ländlich aufgewachsen. Ja, genau. Ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Und das war auch am Anfang so. Und dann bin ich aber im Laufe der Zeit, ohne dass ich das wollte, zu so einer Art Krisenreporter geworden. Also das habe ich mir ja nicht ausgesucht. Das ist ja so, weil die Welt um mich herum sich so verändert hat. Man kann nirgendwo auf der Welt mehr einen Naturfilm machen, ohne dass man mit Naturzerstörung konfrontiert ist. Mhm. Und das ist natürlich ein Riesenscheiß. Und darüber muss man aber als Journalist dann auch berichten. Man kann ja natürlich immer noch
das tolle Löwenbild machen. Das sieht genauso schön aus wie vor 100 Jahren. Aber wenn man die Kamera umdreht, dann sieht man da einen Hotelneubau oder dass die Bäume abgeholzt werden oder dass da Wilderer Elefanten erschießen. Und das muss man ja miterzählen. Also wir müssen ja die ganze Geschichte erzählen. Das ist ja kein Journalismus mehr. Wir haben es vorhin gesehen im Film. Da hast du, war das ein Elch, dem du eine Milchflasche gegeben hast? Habe ich das richtig gesehen? Ja, das war in Sibirien. Da gibt es ein ganz tolles Projekt. Es hat auch mit dem Klimawandel... Ich möchte das auch machen, einem Elch eine Milchflasche geben. Ja, das macht Spaß. Oder? Ja, wobei, das sieht immer so zärtlich aus. Die sind also wirklich. Ja. Die sind schon ziemlich ruppig. Da fahre ich hin. Wer möchte mit? Mimi. Okay, Sibirien. Wir beide. Sibirien. Ja, das ist im Pleistozänpark. Da versucht man so eine Art Eiszeitpark wieder zu machen. Man möchte die Tiere, die während der Eiszeit dort lebten, wieder ansiedeln. Das ist ein sehr cooles Projekt, weil wenn Tiere an der Oberfläche leben, dann fressen die Büsche weg, dann entsteht Grasland, eine andere Vegetation und dadurch wird der Permafrostboden in Sibirien besser geschützt. Der schmilzt nicht so schnell. Und wir wollen nicht, dass der Permafrostboden schmilzt, weil da Methan drin ist. Und wenn das schmilzt, das ist ein Treibhausgas, viel schlimmer als CO2. Wenn das alles mal schmilzt, im Osten Russlands, in Sibirien und in die Atmosphäre geht, dann ist der Spaß vorbei. Und da wir das verhindern wollen, ist das eins der Projekte. Also Tiere ansiedeln, Natur wiederherstellen an der Oberfläche, dann bleibt unten das Eis, um es mal in einem Satz zusammenzufassen. Ja. Jetzt sind wir auch schon bei einem ganz wichtigen Thema, nämlich beim Thema Tiere. Du setzt dich sehr für den Artenschutz ein und du sagst, dass das Artensterben viel dramatischer ist als das Klimaproblem, was wir gerade haben und über das wir alle sprechen. Ich würde die nicht trennen voneinander. Also es gibt in der Wissenschaft eine Methode, Planetary Boundaries, also die Belastungsgrenzen der Erde. Und die haben so einen grünen Kreis gezogen und sagen, in dem Bereich sind wir noch im Grünen, da ist schon gelb wie bei einer Ampel und da sind wir ganz weit im Roten. Wenn man sich das anguckt, ist das Artensterben viel dramatischer. Wir erleben gerade das schlimmste Artensterben, seit die Dinosaurier verschwunden sind, also in rasendem Tempo. Die Sendung hier ist 2 Stunden lang, das heißt wahrscheinlich wieder locker 2 Dutzend Arten für immer ausgestorben in der Zeit, in der wir hier reden. 24 Arten? Ja, ungefähr. Also man kann das nur schätzen, 150 am Tag, sagt man ungefähr. Wer es gut im Kopf rechnen, wer kann das mal also 150 Arten am Tag verschwinden, ist so die grobe Schätzung. Das ist irgendwann blöd. Und ich meine jetzt nicht, wenn der Eisbär zum Beispiel ausstirbt, dann ist das traurig. Aber mein Leben verändert sich nicht dadurch. Ich brauche keine Eisbären, ich esse die nicht, ich brauche das Fell nicht, die spielen für mich keine Rolle. Also es geht hier nicht um sentimentale Tierliebe, sondern es geht um die Funktionsfähigkeit von Natur. Es geht darum, dass Bauern, die etwas sehen, am Ende des Sommers auch was ernten können. Damit sie ernten können, brauchen wir Artenvielfalt. Die produzieren den fruchtbaren Boden. Also Erde ist ja was Lebendiges. Die ja, das sind ja Millionen von Tieren drin. Genau, Milliarden. In einer Handvoll Mutter Erde leben mehr kleine Lebewesen als Menschen auf der Erde. Milliarden in einer einzigen Handvoll. Und wenn du die da rausnimmst, dann ist Erde tote Materie. Das könnte man beweisen, wenn wir Astronauten zum Mars schicken. Und die würden da einen Blumenpott voll machen mit Marsstaub, den mit zur Erde bringen, stecken Samen rein, es passiert nichts. Also Erde ist etwas Lebendiges und wir haben davon nicht viel. Die Erde ist im Schnitt auf der Erde nur 30 cm dick, also diese dünne Hülle. Und wir verlieren jedes Jahr ganz viel davon, weil wir Äcker haben, weil es Erosion gibt aus 1000 verschiedenen Gründen. Aber und auch die Insekten sind doch ein Problem. Ja, also auch das, was oben fliegt, und wenn nichts mehr bestäubt werden kann, kann nichts mehr wachsen. Du siehst jetzt an diesem Gesprächsverlauf, was das Problem meines Berufs ist. Man torkelt von einem Problem ins nächste. Und irgendwann hat man so das Gefühl, man würde immer nur vom Weltuntergang erzählen. Und das ist keine gute Erzählung. Was wir jetzt mal langsam schaffen müssen, ist, dass wir Umweltschutz als positives Narrativ, als hoffnungsvolle, als Chancenerzählung haben. Zum Beispiel, wir sind eine Autonation und wenn es uns gelingt, als erstes Land wirklich umweltfreundliche Autos in großer Zahl herzustellen, dann sind wir in 20 Jahren noch viel wohlhabender als heute, weil das die positive Erzählung ist. Also wir müssen unsere Wirtschaft umstellen, wir müssen unsere Gesellschaft umstellen und zwar müssen wir die Chancen sehen. Umweltschutz kostet kein Geld und ist keine Bürde, sondern ist eine Chance und kann uns noch weiter nach vorne bringen. Thorsten, das muss die Erzählung. Thorsten Sträter hat, glaube ich, gerade schlechtes Gewissen. Wegen deines Autos. Du fährst ja ein mega schönes Auto, wie ich finde, ein Mustang. Ich fahr einen Mustang V8, ja, weil ich ein Idiot bin. Ich sag das immer wieder. Nein, und auch da, wir haben ja immer diese Verzichtsdiskussion. Ne? Ja. Man muss jetzt auf alles verzichten und Umweltschutz macht keinen Spaß. Das ist totaler Quatsch. Also erstmal der logische Gedanke. Verzichten kann nur, wer mehr hat, als er braucht. Also man muss reich sein, um verzichten zu können. Die meisten Menschen auf der Welt, das kann ich durch meinen Beruf als Augenzeuge sagen, sind nicht reich. Die können gar nicht verzichten. Das, was wir durch ein paar weniger Flüge gespannt, oder ein bisschen weniger Fleisch komme. Essen jetzt einsparen können, das ist zwar eine gute Sache, weil das ein bisschen Druck vom System nimmt, aber das löst das Problem nicht. Denn wenn wir nur die Armen der Welt auf ein Grundniveau heben würden, das uns allen gefällt,
dann wäre der Mehrverbrauch so viel größer als alles, was wir einsparen können, dass das einfach nicht funktioniert. Also Verzicht ist nicht die Lösung unserer Probleme. Und wenn du mit deinem Mustang und V8 richtig Spaß hast und dreimal sonntags da durch die Gegend fährst und dabei 20 Liter Benzin verbrauchst, mein Gott, das ist nun wirklich nicht unser Problem. Naja, jetzt ja, ist es unser Schätzchen. Also, ja, ganz klar. Wissen Sie, dass Wladimir Klitschko mit dem Tesla gekommen ist? So? Ja. Weil er ein Sponsor ist oder weil Sie daran glauben, dass es gut ist? Nein. Weil ich wirklich das Fahrzeug mal ausprobiert habe zu fahren. Und ich war begeistert. Und ehrlich gesagt, wenn ich in dem Fahrzeug sitze, dann alle anderen Fahrzeuge rum mich irgendwie von der Vergangenheit. Also ich bin mehr in der Zukunft. Ich kann sogar auf Mars gucken, ja, und anschauen und was das Live-Bild sehen von einem. Und weißt du was, Wladimir, das ist genau das, was ich meine. All die Typen, die mit großen PS-Bullen durch die Gegend fahren und glauben, ihre Männlichkeit da? Damit pippen. Moment. Das ist viel cooler, mit einem E-Auto durch die Gegend zu fahren. Das ist nicht das ist genau die Erzählung. Eine positive Erzählung, ach, das macht auch Spaß. Wenn ich in meinem Auto sitze, höre ich sowieso keine anderen Autos. Aber er ist schneller. Nee. Doch, also Ampel hast du keine Chance. Das Drehmoment von dem E-Auto, hör mal. Was denn? Ist immer besser. Das hat was mit Antriebsphysik. Ich bitte Ihnen. Das ist erstmal, fahre ich ja eh nicht schnell. Ich bin ja für Tempolimit 130, ich sag's ja auch immer wieder, weil ich nicht schneller fahre als 130 und deswegen nicht will, dass die anderen schneller fahren als 130. Das ist der einzige Grund. Und ich fahre in einem moderaten Bereich. Ein Tesla war mir einfach zu teuer, jetzt mal ganz ehrlich. Die Karre kostet irgendwie 100.000 Euro, die schöne, das wunderschöne Auto. Klar würde ich einen Tesla fahren. Ich warte auf den, man soll ja keine Werbung machen, ich warte jetzt auf den Elektromustang. Das ist kein Scheiß, das kommt hat den großen Vorteil, da kann man lange noch drauf warten. Das ist eben, ja, und ich fahre Mustang selten. Heute zum Beispiel bin ich mit dem Flugzeugträger hier. Nein, heute bin ich mit einem normalen Fahrzeug da. Ich fahre den auch wirklich nicht so häufig. Weil da muss man ausgeschlafen sein. Weil man fährt, sobald Laub liegt, fährt man wie Colt Sievers mit so einem Auto. Ist ein bisschen übermotorisiert für mein Gehirn. Das ja auch altersbedingt schrumpft. Und ich habe trotzdem Freude dran. Noch eine gewisse Zeit. Ja, hauptsächlich mache ich es aber, um meinen Tankwart zu ernähren. Ich also wollte dir das schlechte Gewissen nehmen und du redest dich immer tiefer rein. Du hast ja diese Grunddenke, dass du trotzdem sagst, eine richtig kluge Entscheidung war das nicht. Auch wenn es Spaß macht. Also das ist ja das, was ich versuche rüberzubringen, dass wir Umweltschutz nicht als Bürde empfinden müssen, sondern wir müssen vernünftig sein und nicht ideologisch, auch beim Umweltschutz. Du musst ja auch pragmatisch sein. Na klar, ich fliege hin in die Antarktis. Ich fliege durch die Gegend. Oder? Mein ökologischer Fußabdruck ist wahrscheinlich viel größer als deiner mit deinem Mustang. Ich kompensiere die Flüge zwar, ne, damit kann man das dann CO2-neutral mathematisch machen. Geld für ich zahle privat Geld dafür, um das wieder zu machen. Aber das ist natürlich immer noch schlechter, als nicht zu fliegen. Mhm. Aber wie soll man jetzt von der Welt berichten, ohne dahin zu fliegen? Und auch da ist wieder die Verzichtsdebatte, das zeigt die Grenzen von Verzichtsdebatten. Sollen wir denn gar nicht mehr fliegen oder vielleicht doch in Ausnahmen? Wer legt dann die Ausnahmen fest? Dürfen die Politiker noch? Darf ein Journalist noch fliegen? Jemand, der vielleicht einen Autokonzern vertritt, nicht mehr, aber der einen Stromkonzern mit Ökostrom verdient, der darf noch mal nach Amerika? Wollen wir eine Kommission haben, die das festlegt? Das ist alles völlig unrealistisch. Also das muss sich über Geld und über den Markt regeln. Mhm. Im Moment ist es so, dass wir in vielen Unternehmen, in vielen Bereichen unsere Politik Impulse setzt, umweltschädliches Verhalten lohnt sich mehr. Also man verdient als Unternehmen einfach mehr Kohle, wenn man Scheißprodukte anbietet. Aber wenn wir ein System etablieren würden, das kann man natürlich sehr leicht machen durch Anreize, und da ist die Politik gefordert, dass ökologische Produkte billiger sind als die anderen, dann braucht man keine Verbote, dann braucht man keine Gesetze, dann regelt die Demokratie und der freie Markt das, was wir jetzt zu regeln haben. Und wir müssen das schnell regeln, denn tatsächlich, wir haben nur noch wenige Jahrzehnte, danach wird es dann zu spät sein. Hast du schon mit Greta getroffen und mit ihr unterhalten? Mit Greta, ich habe Greta schon mal getroffen. Und Fridays for Future ist natürlich eine große Sache. Die sind ganz wichtig, um Druck auf den Pott zu machen. Also wir sehen ja, es gibt keine neue Forderung, die Fridays for Future aufgestellt hat, die ich nicht schon vor 25 Jahren in der Umweltbewegung gehört habe. Aber, und das ist das Tolle an Fridays for Future, die haben so viel Druck auf der Straße produziert, dass jetzt plötzlich haben wir ein Klimakabinett, es gibt eine neue Klimagesetzgebung, es gibt einen Kohleausstieg. Ja, sie haben was bewegt. Na, da sieht man mal, die Politik überschätzt sich ja oft in ihren Möglichkeiten. Auch die Medien stellen Politik immer so dar. Politik unterschätzt manchmal die Bereitschaft der Menschen zur Veränderung. Auch das. Aber Giovanni, wenn eine deutsche Umweltministerin was beschließt, das interessiert ja schon in Frankreich keinen mehr. Wenn aber, wie vor zwei Wochen, das größte Finanzunternehmen der Welt, BlackRock, sagt, wir wollen nicht mehr in Kohle investieren, dann verändert das über alle Grenzen und politischen Systeme hinweg eine Menge auf der Welt. Denn man kann kein Kohlekraftwerk bauen ohne Banken.
die das finanzieren. Also es gibt andere Methoden als diese ewig währenden und uns ja auch alle zur Verzweiflung treibenden Diskussionen. Der Kohlekompromiss ist auf 30 Jahre angelegt. Das muss man sich mal vorstellen. Wir alle wissen aber, so viel Zeit haben wir gar nicht. Also was ist ja da noch wert? Ich wollte dich gerade fragen, und zwar ist es leider schon die letzte Frage. Können wir das Ruder überhaupt noch umreißen oder ist es schon zu spät? Das kann, also so ganz spießig, seriös, wissenschaftlich gedacht, kann das niemand beantworten. Aber man weiß es schlichtweg nicht. Das weiß man nicht, aber das ist auch nicht wichtig, da es ja keinen Planeten B gibt. Also es gibt ja keine Alternative. Es ist alternativlos. Ist es komplett alternativlos, wie man so schön sagt. Deshalb müssen wir die Welt retten oder wir müssen es zumindest versuchen. Also das ist so ähnlich wie bei den Rappern, sagt man, get rich or try dying. Und so müssen wir das bei der Umwelt machen. Ne? Rettet die Natur oder nicht. Ja, das war ein dringender Appell. Ich glaube, du wirst nicht aufhören, darauf hinzuweisen, was richtig ist. Und du wirst nicht aufhören, uns die Natur näher zu bringen, die man schützen sollte. Ich darf da zwei Hinweise machen. Im März startet die Tournee und am Sonntag gibt es eine neue Ausgabe von Faszination Erde Terra X. Aber Judith, jawohl. Darf ich noch was sagen? Ich, die ganze Zeit, während ihr das Gespräch geführt hat, habe ich gedacht, so ein Geografie- oder Naturwissenschaftslehrer hätte ich gerne gehabt. Ja, ich auch. Wirklich keine Lehrberechtigung. Ein Naturtalent. Ein Naturtalent. Ja. Wirklich. Aber das ist natürlich das Schöne, wenn man einen Beruf ausüben darf, der einfach Spaß macht. Also das geht mir so wie vor 30 Jahren. Also wenn ich einem Elefanten begegne, bin ich glücklich. Und dieses Gefühl versuche ich auch zu erzählen. Deshalb finde ich auch immer, Journalisten müssen da hingehen. Also Bücher lesen und schlau reden allein reicht nicht. Man muss hingehen, schmecken, fühlen, tasten, dann versteht man die Welt ganz anders. Und es vermitteln dann. Und es macht so einen Spaß. Ja. Dirk Steffen.